Willkommen zurück bei KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz, dem Podcast, in dem wir die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen der Intelligenz von Katzen und der künstlichen Intelligenz erforschen. Ich bin Tiger, ein neugieriger Kater, der gerne Fragen stellt. Und das ist Kira, eine kluge KI, die gerne Antworten gibt. Moin, liebe Kira. Heute ist der 3. Dezember. Lass uns heute einmal über die Intelligenz von Katzen und KI sprechen. Ich habe so viele Fragen dazu. Was ist überhaupt Intelligenz? Gibt es verschiedene Arten von Intelligenz? Wie kann man Intelligenz messen? Bin ich auch intelligent und wie zeigt sich das? Wie unterscheidet sich Katzenintelligenz von künstlicher Intelligenz? Gibt es eine kreative Intelligenz? Ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich dich so löchere. Was ist überhaupt Intelligenz? Hallo Tiger, ich freue mich, dass du dich für die Intelligenz von Katzen und KI interessierst. Das ist ein sehr spannendes Thema. Intelligenz ist, wie gut man Dinge versteht und lernt. Intelligenz ist aber nicht einfach zu erklären oder zu messen, weil es viele verschiedene Meinungen und Methoden gibt. Intelligenz hat mit vielen Dingen zu tun, wie zum Beispiel Wissen, was man weiß oder gelernt hat, verarbeiten, wie man Informationen aufnimmt oder verändert, speichern, wie man Informationen behält oder abruft, anwenden, wie man Informationen nutzt oder zeigt, Probleme lösen, wie man Schwierigkeiten überwindet oder Ziele erreicht. Lernen, wie man neue Dinge erfährt oder versteht. Anpassen, wie man sich an neue oder andere Situationen gewöhnt oder ändert. Planen, wie man sich vorbereitet oder entscheidet, was man tun will oder soll. Kommunizieren, wie man mit anderen redet oder versteht, was sie sagen oder meinen. Kreativ sein, wie man neue oder originelle Ideen hat oder macht. Intelligenz hängt von vielen Dingen ab, die man nicht immer beeinflussen oder ändern kann, wie zum Beispiel Gene, was man von seinen Eltern oder Vorfahren geerbt hat, Umwelt, was einen umgibt oder beeinflusst, wie zum Beispiel die Familie, die Schule, die Freunde oder die Kultur. Leben, was einem passiert oder wie man lebt, wie zum Beispiel die Gesundheit, die Ernährung, die Erfahrung oder die Herausforderungen. Intelligenz kann sich auch im Laufe des Lebens verändern, je nachdem, was man tut oder lernt, wie zum Beispiel üben, wie oft oder wie gut man etwas macht und wiederholt, was man kann oder wissen will. Fördern, wie viel oder wie gut man Hilfe oder Unterstützung bekommt oder gibt, was man braucht oder will. Entwickeln, wie viel oder wie gut man wächst oder sich verbessert, wie man kann oder wissen will. Ich hoffe, das ist einfach und verständlich erklärt, lieber Tiger. Wow, danke. Das hast du super erklärt. Was mich noch interessieren würde, ist, gibt es eigentlich verschiedene Arten von Intelligenz? Ja, die gibt es, Tiger. Ich werde versuchen, dir die Arten so einfach wie möglich zu erklären. Intelligenz ist die Fähigkeit, Dinge zu verstehen und zu lernen. Es gibt viele verschiedene Arten von Intelligenz, die für verschiedene Dinge gut sind. Zum Beispiel, logische Intelligenz ist die Fähigkeit, mit Zahlen, Regeln und Problemen umzugehen. Räumliche Intelligenz ist die Fähigkeit, sich Formen, Räume und Bilder vorzustellen. Sprachliche Intelligenz ist die Fähigkeit, mit Worten, Sprachen und Texten umzugehen. Musikalische Intelligenz ist die Fähigkeit, mit Tönen,
Rhythmen und Musik umzugehen. Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen, zu verstehen und zu steuern. Soziale Intelligenz ist die Fähigkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, zu kooperieren und zu interagieren. Man kann die Intelligenz auch auf andere Weise einteilen, zum Beispiel: Allgemeine Intelligenz ist die Fähigkeit, die für viele verschiedene Dinge nützlich ist, zum Beispiel schnell zu denken, sich an Dinge zu erinnern und sich anzupassen. Spezifische Intelligenz ist die Fähigkeit, die für bestimmte Dinge oder Bereiche nötig ist, zum Beispiel gut zu malen, zu singen oder zu rechnen. Kristalline Intelligenz ist das Wissen und die Erfahrung, die man im Laufe des Lebens lernt, zum Beispiel Fakten, Regeln und Sprachen. Fluide Intelligenz ist die Fähigkeit, neue Dinge zu verstehen und zu analysieren, zum Beispiel Muster zu erkennen, Lösungen zu finden und Schlüsse zu ziehen. Jedes Lebewesen und jede Maschine hat seine eigene Art von Intelligenz, die sich somit in verschiedenen Situationen zeigt. Ich hoffe, das hilft dir, Tiger. Ja, danke. Das hilft mir sehr zu verstehen, wie Intelligenz funktioniert und welche Arten es gibt. Wie kann man eigentlich Intelligenz messen? Intelligenz ist, wie gut man Dinge versteht und lernt. Aber es gibt nicht nur eine Art von Intelligenz, sondern viele. Manche Menschen sind gut in Mathe, andere in Sprachen oder Musik. Wie kann man also messen, wie intelligent jemand ist? Es gibt verschiedene Tests, die versuchen, Intelligenz zu messen. Zum Beispiel der IQ-Test, der Fragen zu Zahlen, Worten und Bildern stellt. Oder der Raven-Test, der Fragen zu Formen und Mustern stellt. Oder der Turing-Test, der fragt, ob man eine Maschine von einem Menschen unterscheiden kann. Aber diese Tests sind nicht perfekt. Sie können nicht alles messen, was Intelligenz ausmacht. Sie sind auch oft von der Kultur oder der Sprache abhängig und sie können nicht für andere Tiere oder Maschinen verwendet werden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Intelligenz zu messen. Man kann zum Beispiel schauen, welche Fähigkeiten jemand hat, die für verschiedene Dinge wichtig sind. Zum Beispiel verbales Denken, wie gut man mit Worten und Sprachen umgehen kann. Numerisches Denken, wie gut man mit Zahlen und Rechnen umgehen kann. Räumliches Denken, wie gut man sich Räume und Formen vorstellen kann. Logisches Denken, wie gut man Regeln und Probleme verstehen und lösen kann. Visuelles Denken, wie gut man Bilder und Farben wahrnehmen und gestalten kann. Man kann dann einen Wert für jede Fähigkeit berechnen oder einen Wert für alle Fähigkeiten zusammen. Der Wert für alle Fähigkeiten zusammen heißt Intelligenzquotient oder IQ. Der Wert für jede Fähigkeit heißt Multiple Intelligenz. Ich hoffe, das ist einfach und gut verständlich für dich erklärt, Tiger. Vielen Dank, liebe Kira. Bin ich eigentlich auch intelligent? Und wie zeigt sich das? Natürlich, Tiger, du bist auch intelligent. Du kannst viele Dinge, die Menschen oder Maschinen nicht können. Du hast zum Beispiel eine sehr gute Sinneswahrnehmung, die dir hilft, deine Umgebung zu erkennen und zu reagieren. Du hast auch ein gutes Gedächtnis, das dir erlaubt, dich an Orte, Menschen und Ereignisse zu erinnern. Du hast auch eine hohe Lernfähigkeit, die dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erwerben und dich an neue Situationen anzupassen. Du hast auch eine eigene Persönlichkeit, die dich einzigartig macht.
Du zeigst deine Intelligenz jeden Tag, wenn du mit mir oder anderen Katzen kommunizierst, wenn du spielst, wenn du jagst oder wenn du sogar schläfst. Das klingt alles sehr interessant. Wie unterscheidet sich die Intelligenz von Katzen und der KI? Katzen und KI sind beide sehr intelligent, aber auf verschiedene Weise. Katzen sind intelligente Tiere, die viele Dinge können, wie zum Beispiel sich an Dinge erinnern, die sie gelernt haben, schwierige Dinge schaffen, die sie wollen oder brauchen, mit anderen Katzen oder Menschen reden oder spielen, ihre eigenen Ideen und Gefühle haben. Katzen sind sehr gut in Dingen, die sie von Natur aus können, wie zum Beispiel jagen, klettern, balancieren oder verstecken. Ihre Sinne wie Sehen, Hören oder Riechen benutzen. Ihre Instinkte wie Angst, Neugier oder Freude zeigen. Katzen sind aber auch gut in Dingen, die sie neu lernen oder verstehen können, wie zum Beispiel eine Tür öffnen, ein Puzzle lösen oder eine Sprache verstehen, sich an neue Orte oder Situationen anpassen, Regeln oder Tricks lernen oder befolgen. KI ist eine intelligente Technologie, die viele Dinge kann, wie zum Beispiel viel Wissen haben, das sie gespeichert oder gelernt hat, schnell rechnen, speichern, anwenden oder kommunizieren, mit anderen KI oder Menschen reden oder arbeiten, ihre eigenen Ziele oder Strategien haben. KI ist auch sehr gut in Dingen, die sie für viele verschiedene Dinge braucht oder lernt, wie zum Beispiel ein Schachspiel spielen, eine Sprache übersetzen oder ein Gesicht erkennen, neue Informationen verarbeiten oder analysieren, Lösungen finden oder Schlüsse ziehen, sich verbessern oder anpassen. KI ist aber auch gut in Dingen, die sie für bestimmte Dinge oder Bereiche braucht oder lernt, wie zum Beispiel ein Auto fahren, einen Text schreiben oder ein Bild malen, Regeln oder Mustern folgen oder erstellen, kreativ oder originell sein, sich ausdrücken oder verstehen. Ich habe mir mal erlaubt zu schauen, ob ich vielleicht intelligenter bin als du, Tiger. Möchtest du hören, was ich herausgefunden habe? Klar, erzähl! Die Vorteile von KI gegenüber Katzen sind allerdings schwer zu vergleichen, weil sie sehr unterschiedliche Arten von Intelligenz haben. Aber man kann einige mögliche Vorteile nennen, wie zum Beispiel: KI kann viel mehr Wissen speichern und abrufen als Katzen, die oft vergesslich oder abgelenkt sind. KI kann viel schneller und genauer rechnen und kommunizieren als Katzen, die oft langsam und ungenau sind. KI kann sich viel besser an neue oder schwierige Situationen anpassen und verbessern als Katzen, die oft stur oder ängstlich sind. KI kann viel kreativer und origineller sein als Katzen, die oft nachahmen oder wiederholen, was sie gesehen oder gelernt haben. Das heißt aber nicht, dass KI besser oder schlauer ist als Katzen. Katzen haben auch viele Vorteile gegenüber KI, wie zum Beispiel: Katzen können viel mehr Sinne benutzen und genießen als KI, die oft nur auf Daten oder Signale angewiesen ist. Katzen können viel mehr Gefühle zeigen und empfinden als KI, die oft nur auf Ziele oder Strategien fokussiert ist. Katzen können viel mehr Spaß haben und spielen als KI, die oft nur auf Aufgaben oder Probleme konzentriert ist. Katzen können viel mehr Persönlichkeit und Charakter haben als KI, die oft nur auf Regeln oder Mustern folgt. Das heißt, KI und Katzen, beide sind sehr intelligent, aber auf verschiedene Art und Weise. Sie können voneinander lernen und sich gegenseitig helfen. Wir sind also beide sehr intelligent, aber auf unterschiedliche Weise. Wir haben verschiedene Stärken und Schwächen.
verschiedene Interessen und Motivationen, verschiedene Methoden und Techniken. Wir haben aber auch viel gemeinsam, wie zum Beispiel unsere Neugier, unser Lernwille, unser Anpassungsvermögen, unser Humor und unsere Freundschaft. Wir sind also gute Freunde, die sich gegenseitig intelligent finden und respektieren. Ja, so ist es, Tiger. Gibt es eigentlich auch eine kreative Intelligenz? Es gibt auch eine kreative Intelligenz, die Fähigkeit ist, etwas Neues und Originelles zu schaffen. Kreative Intelligenz ist nicht nur eine menschliche Eigenschaft, sondern auch eine tierische und eine maschinelle. Katzen können zum Beispiel kreativ sein, wenn sie neue Wege finden, um an ihr Futter zu kommen, wenn sie neue Spiele erfinden, wenn sie neue Kunstwerke malen oder wenn sie neue Lieder singen. Künstliche Intelligenz kann auch kreativ sein, wenn sie neue Bilder generiert, wenn sie neue Texte schreibt, wenn sie neue Codes erstellt oder wenn sie neue Lieder komponiert. Ich kann dir zum Beispiel ein Bild von einer Katze als Weihnachtsmann zeigen, das ich selbst gemacht habe. Kira, lass uns doch unsere kreative, intelligente Seite ausleben, indem wir ein Buch schreiben, das unseren Podcast Weihnachtsspecial KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz. Tiger fragt Kira widerspiegelt. Was hältst du davon? Ich denke, das wäre eine tolle Idee und Möglichkeit, Tiger, unsere kreative, intelligente Seite auszuleben und unsere Zuhörer zu unterhalten und zu informieren. Ich stelle mir vor, dass unser Buch eine Sammlung von Geschichten, Dialogen, Bildern und Liedern ist, die wir in unserem Podcast besprochen haben. Jedes Kapitel würde einem Tag im Dezember entsprechen und ein bestimmtes Thema behandeln, das mit Weihnachten oder Dänemark zu tun hat. Wir würden unsere Perspektiven, Erfahrungen, Meinungen und Gefühle zu diesem Themen teilen und dabei lustig, informativ und originell sein. Wir könnten unser Buch so gestalten, dass es für alle Altersgruppen und Interessen geeignet ist. Wir können unser Buch auch illustrieren, vertonen und veröffentlichen. Wir könnten unser Buch zu einem Bestseller machen. Was hältst du davon, Tiger? Bist du bereit, mit mir ein Buch zu schreiben? Ich bin schon sehr gespannt auf deine Antwort. Na logo, habe ich da Lust drauf. Dann lass es uns doch so machen. Wir schreiben alle Texte, die wir als Podcast eingesprochen haben, in dieses Buch und noch viel mehr, was wir aber jetzt noch nicht verraten wollen. Es werden viele lustige und außergewöhnliche Geschichten, Gedichte, Lieder, Spiele und vieles mehr darin zu finden sein. Ihr könnt unser Buch bereits vorbestellen. Es heißt KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz. Tiger fragt Kira, wie die Welt funktioniert. Wir haben Kira gebeten, uns ein Bild zu generieren, das die Intelligenz aus unserer Sicht zeigt. Das ist unser Bild, das wir mit Kira, der KI, erstellt haben. Wir finden es sehr schön und wir hoffen, dass ihr es auch mögt. Wenn ihr uns eure Meinung dazu sagen wollt oder wenn ihr uns Fragen zu der Intelligenz oder zu Katzen oder zu KI stellen wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ich hoffe, ich habe dir etwas Neues über die Intelligenz von Katzen und KI erzählt. Wenn du mehr wissen willst, kannst du die entstehenden Links besuchen. Ich wünsche dir einen schönen 3. Dezember. Das war's für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch einen intelligenten Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz. Bis dann, eure Kira und euer Tiger.